Eben scheiße läuft. Also ich hoffe, dann meldet euch noch kurz. So, aber jetzt geht's los und somit viel Spaß und nochmal ein ganz herzliches Willkommen hier heute Abend wieder. Drei Spiele stehen mal wieder an. Und zwei wieder mit deutscher Beteiligung. Maus jetzt direkt macht den Anfang gegen DAT. Auf Mirage, nachher genau. Bikey gegen Virtus Pro, glaube ich, und zu guter Letzt Alternate gegen Rushed, soweit ich mich erinnern kann. So, wir sind in der Pistol. Nex ändert ja irgendwie täglich sein Nickname, habe ich das Gefühl. So, DRT mit einem Aufbau über Keller, haben dann Mitte drüber geflecht. So, sehr schön, die First Wax fallen für Maus. Und haben den Weg. Oh, nette Pose von Tobi. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Und sie gehen jetzt B. Ach, mit CT-Base. Hab ich so auch noch nie gesehen. Oh, ein Aprox. Boah, schöner Schutt. Lol. Mit einem Schuss. Einen Schuss hat er noch. Sauber. So, Trubel mit seinem nächsten. Und du noch siehst, der hat keine Bombe. Die muss er erst holen. Immer nach Halte-V-Bug, das, was er angeblich gefixt sein soll, dass man die Bombe sieht. Die wird aber wohl down sein, sonst würde Star Wars und Trubel da nicht so am B bleiben. So, haben wir ihn jetzt auch gespottet. Schöner Headshot von Star Wars, somit das 1-0 für Maus. Das geht auch mal schön los hier. Ah, Retry mache ich gleich nach der Runde. Sie wird da Mitte angerannt. Schöne Headshots, aber macht leider nur zwei. Trube noch einen. Mitte oben noch Ubik. Müssen wir erstmal an die Namen gewöhnen. Mal kurz die richtigen Namen lesen. Ubik, World Edit haben wir. Siehst. Dann Garig müsste Latro Bike sein. Halt er die Namen. Latro und Insom. Hey, Latro ist Dutz, Sladiki, Agent Latro und Garik müsste dann Insom sein. Da haben wir den Leiter von Feldfork Glauben schenken darf. So, schneller Argos, davor ist gestorben. Schwabbeli konnte Gegenfläche, nimmt keinen mit. Relativ wenig Schaden ausgeteilt. Das sollte Maus vielleicht direkt safen. Ach, spätestens jetzt. 2 gegen 5. Boah, da ziehen sie echt gar keinen weg gerade. Sie haben eh kein Geld. Somit versucht Aprox hier noch ein paar Exit-Tracks zu ziehen. Aber sie werden den CD-Base abhauen. Da wird Aprox nichts mehr machen können. Schon wieder buggy mit dem halt vor. Aber ich glaube, ich weiß, woran das liegt, wenn ich nämlich direkt auf den das Relay connecte. So, der sollte jetzt nämlich ab sein und dann müssten auch die Dots da sein auf dem Radar. Wie lange das immer braucht, bis man hier Spieler ausgewählt hat. Das ist schrecklich. So, haben sich aber... Ne, haben sich einen First Wake abgeholt. Boah. So, 2-2 so der Ausgleich. Maus dürfte dann nochmal sparen. Das reicht nie im Leben. Wobei, sie könnten es was riskieren mit diesem Gs und Famas oder so. Glaube ich nicht, dass sie das machen.
Sieht doch nicht danach aus. So, DAT 3-2 Aufbau Richtung B. Treffen jetzt auf Nex. Oh, nette Gegenflash. Oh, leider blind. So, kommen aber schon relativ fix über kurz. Sehr schön. Ubik war low und zwei sogar noch gut angeschossen. Ich kann Maus das hier sogar machen. Ach, schade. Struxi hitte da leider auch kaum. Stavros sollte vielleicht eher die Waffe sparen. Ah, sie warten hier auf Trubel, bis er von hinten kommt. Aber die Zeit tickt eigentlich schon viel zu schnell. Sehr gut, Stavros geht weg. Apox geht dann noch auf einen Gammelfrag. Treffen wir aber eher auf Trouble. Oh, schade. Der hätte gut und gern kippen können. Ja, wobei, so viel Schaden hat ihm gar nicht gemacht. Aber 2 T ist low. Gar nicht so eine verkehrte Eco. Eine Waffe erbeutet. Das spart man sich natürlich jetzt beim Ausgeben. So, ganz normaler Aufbau bei Maus. Gleicher Aufbau aber auch bei den Ts. Ui, eine Fläche über Mitte. Fläche ist jetzt am B raus. Boah, Nex stirbt. Was kann Apox noch machen? Ist dann noch blind? Aus diesem Blick wieder. Es kommt sogar noch zum Gegenflächen. Boah, sehr schön. Schöne Runde von Apox. Boah, ganz sicher, dass er noch zwei macht. Leider Struck sie direkt gefangen. Boah, und Star Wars. Das ist einer Mini-Döner und da hat er nicht aufgepasst. Oh, nur noch Trubel gegen 3. Hat ihn da schön weggeaimt. Weiß, wo ein T auf jeden Fall ist. Und der move sogar nochmal über Haus. Trouble hätte jetzt eigentlich so 10 Sekunden lang nur ein 1 gegen 1, aber weiß halt nicht, wo der andere Gegner ist und er vermute den anderen T auch noch an kurz. Pickt sogar noch eine HE. Boah, die kann wehtun. Macht sie auch, aber die Zeit tickt. Boah, schöner Shot. Und er vermutet ihn immer noch kurz, beziehungsweise über Küche sogar. Schade. Schöner Laufweg von Ubik. Wenn Trubel das gewusst hätte, hätte er mehr Gas gegeben da und wäre eher auf den Frack gegangen. Schade drum. So, Ubik mit Smoke in den Döner. So mit dem Kurzscore möglich. Dann scheint sich doch in die Mitte hochzugehen. Boah. Gute Stuffhouse gesehen. Oh, die schlechteren Winkel gehabt. Boah. Apox ein, Trouble ein. Also die Ekos für Maus sind eigentlich immer relativ gut. Waffenrunden bisher noch nicht so. So, dafür, dass man hier die Piste geholt hat, sollte man ja schon noch ein bisschen vorlegen. Also 6-7 Runden sind eigentlich fast Pflicht. DRT langsam Richtung A. Wolltet B-Haus. Hat, glaube ich, allein ein bisschen weggefaked. Er ist jetzt schon Keller. Struxi hat eigentlich eine ganz nette Posi. Schauen, ob er den Kopf eher sieht. Boah, wenn er jetzt davor geht. Struxi hätte ich selbst gehört. Die Fläche kommt gerade am A. Struxi hat den weggesprengt. Sehr gut. Ah,
Ah, Trubel macht keinen. Starforce stirbt auch, aber Nex ist schon zur Stelle. Hat gut verschoben von B. Und kurz. So, jetzt erstmal endlich mal eine knappe Situation. 2 gegen 2. Bombe noch nicht gelegt, ist aber am Mann. Boah, Apox geht da so einen Streichschuss ab. Jungs, macht doch mal ruhig. Die Bombe noch nicht gelegt. Boah, beide jetzt an. 15 und 20 HP, alter Vater. Aber auch die T's low. Krass, hier entscheidet gerade jeder Hit über Sieg oder Niederlage. Boah, was ein Spray von Aprox. Boah, aber die Runde war so knapp, Mann. Mit ein bisschen Pech verlieren sie die auch. Und dann steht es schon 6-2. Somit rettet sich Maus ja aber ein bisschen. Ja, die Runde halt. Entscheiden sich direkt dazu, Offensive zu blocken. Boah! Sehr schön für den Voltedit. Da hat Strux sie nochmal versucht, aber ja, der Russe hat sich das gemerkt und ist da gut rumgegangen. Konnte direkt den Headshot setzen. Starf aus dem Refrag im Haus gemacht. Boah, schöne Runde von Voltedit bisher. Boah, Troubly wurde gesehen. Hat noch 50 HP. Boah, schöner Headshot. Starforce kommt weit über T-Base. Starforce kann es fast. Boah, ich glaube, der deckt schon einen. Ne, der deckt keinen Trainer hinten. Verrät sich zusammen mit der Flash. Abrüstetes Duell im Döner. Boah, nein. Aber der Hausspieler oben steht zu gut. Boah, hat auch richtig viel Schaden abbekommen. Boah, guck mal, wie blind der war. Hat nicht mal Anstalten gemacht, wegzumoven, wo hätte er auch hingesollt. Oh Mann, das ist bitter. Maus gewinnt eine Runde, gibt die Folgerunde dem direkt wieder ab. Wir müssen jetzt wieder sparen. So, die Frage kam auf, ob ich auch auf 99 Damage mitlese. Tue ich mittlerweile. Was natürlich nicht heißt, dass ihr only Dutt Kommentare schreiben sollt. Ruhig weiter auf Readmore kommentieren. Denn Dutt. Das ist einfach schöner. Also Readme habe ich auf dem Internet, Damage habe ich auf dem und Twitch-Chat. Das sind so die drei Kanäle, die ich nebenbei immer ein bisschen anschaue und mitlese. Twitch natürlich ein bisschen schwierig, das zu verfolgen, weil er einfach, weil es halt ein Echtzeit-Chat ist. So, ein neuer Aufbau bei DRC. Vielleicht kann mir auch mal jemand irgendwie schreiben, wie die Russen ausgesprochen werden. Ob, für was die Abkürzung steht. Timing HE unten im Keller, aber die war viel zu früh. Das ist jetzt erst unten. Da sieht man den Aufprall der HE. Struxi macht zum Glück nicht den Fehler und geht dann normal das Duell ein. Aprox da Haus gepusht. Konnte First Weg setzen. Boah, Starforce ist extrem weit offensiv. Sehr schön. Macht der Headshot, kriegt 50 HP ab. Alles in Ordnung. Garig oben im Haus. Sehr schön, die Bombe down, das müsste Starforce eigentlich gesehen haben. Oh, schön, damit ich für den nächsten muss aber mit. Ah, schade. Wir wissen jetzt aber, wo er ist. Fuxi verschießt. Boah, schön, das Streifschuss da in die Fresse. Aprox kann ihn eigentlich auch gleich von hinten machen. Keine Chance, Aprox dürfte ihn auch gehört haben jetzt. Ja, da macht ihn, schießt ihm den Rücken. Aufgesetzt, 4 zu 7. Auch endlich mal mit ein paar mehr Leuten überlebt. Wenn man sich das Geld anguckt, dann ist das super wichtig. 8-7 immer noch drin.
Vielleicht läuft es jetzt besser mit der AWP bei Struxi. Aber wieder Aufbau Richtung A. Boah, ich glaube, hat Stavros da nicht gesteppt? Boah, wenn die T's gut sind. Also, sie müssen sie auf jeden Fall gehört haben. Stavros entscheidet sich auch direkt wieder Action da zu blocken. So, Mitte muss natürlich auch noch gedeckt sein und. Wollte das? Ganz kurz gucken. Was spekuliert er auf einen B-Push? So, bei einer Minute kommt der Go. So, Gegenflash von Chablé. Oh, ich sag was wieder mit First weg. Schade, eigentlich ganz gut rumgegangen. Trubel, sehr schöne Runde von ihm. Macht zwei. Struxi muss noch Mitte aufpassen. Da war ja auch bisher sonst immer einer. Zweitens eine Base vereiteln, können dann den Plant vereiteln. Stehen da jetzt recht gut. Aber wird er nicht über Base gekommen? Boah, zum Glück waren da zwei. Und Aprox konnte da direkt refraggen. So, letzte T ist auch bekannt. Und er wurde jetzt gesehen. Nein! Boah, zum Glück hittet Struxi den Shot. Ganz wichtig. Da sind sie gerade gefallen wie die Fliegen hintereinander. Also, dass es so ein enges, knappes Spiel wird, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Wobei DAT natürlich ein starkes Team ist. Haben bisher auch schon ein, zwei Siege, glaube ich, in der Liga. Zum Glück wurde die Haeda verworfen. Hat gesteppt. Oh, sehr gut. Also Stavros ist so stark im First Track setzen. Das ist, glaube ich, der konstant immer in First Track setzt. Gewinnt da immer seine Duelle, da wo er steht. Oh, zum Glück hier den Struck sie auch. Sehr schön. Nur noch Latro. So rum. Mit Bombe verrät sich auch. Trubel weiß dann komplett, wo er kommt. Boah. Ekelhaftes Brett. Aprox muss ihn da eigentlich unten decken. Okay. Hört ihr das Geräusch? Was ist das denn? Ein Staubsauger? What the fuck? Ist das der E-Kasten tot oder was? Was sind das für seltsame Geräusche? Boah, sehr schön von dem Bass-Spieler. Sehr schön gemacht von Struxi. Extrem gut, wusste genau, dass seine Mates erzielen. Struxi wusste, der T kann nicht zu ihm ohne Ansage. Und dann hat er auf Sound gespielt, hat gehört, wenn die Bombe gelegt wird und dann rumgezogen. Schön runtergespielt, das 1 gegen 3, das 3 gegen 1, so. So wird's gemacht. Warum nicht immer so? Jetzt schon die Fläche ist am A. Ist doch was mit Gegenflash. Trubel da in seiner gewohnten Posi. Oh, Trubel stirbt diesmal. Und diesmal macht. Das darf was auch kein Frack, Mann, aber blind. Boah. Da sind sie, glaube ich, mit anderen Flashes draufgegangen. Nix macht auch noch einen. Alle T's auf jeden Fall da. Haben wir jetzt schon gelegt. Ja, na, tut nicht mehr so richtig weh. Schöner Shot nochmal, aber das wird nicht reichen. Ah, wobei, gegen zwei, schade. Also die Halbzeit geht zumindest schon mal an DRT. Letzte Runde sollte sich Mausi aber noch sichern können. Wobei, so viel Geld haben sie nicht, oh Mann. Ach, man muss echt nochmal im Hinterkopf behalten. Maus hat die Pistole gewonnen. Und dann nur 6 Runden auf einer vermeintlichen CT-Map. Ich weiß ja nicht. Ich ahne schon wieder Böses. Was davon riskiert was und das zahlt sich aus. Haben wir super viel Kontrolle.
Lex muss da jetzt eigentlich, darf der jetzt eigentlich kein Risiko eingehen? Oh, na gut, macht halt ein. Aber das ist eigentlich unnötig, muss man sagen, wenn sie genau wissen, dass sie nicht A kommen. Darf er denn nicht vorgehen? Dann sterben sie alle! Warum? Travel mit der Witzstiegel aus der Küche. Da was kannst du vielleicht noch machen. Boah, nein, jetzt passt er rechts wahrscheinlich nicht auf, ja. Boah, so gut gemacht von dem T, auch wenn es vielleicht unbewusst war. 9 zu 6, somit die Halbzeit für Maus. Ach, und ob das mal reicht, da bin ich gespannt. Pistol natürlich mehr als Pflicht. Ah, 1-0-1 hat DAT. Also ein Sieg, eine Niederlage. DAT Mitte Push. Maus aber wieder in der Action raus. Und Smokes sieht liegen. Oh, schöner Ace, die Maus da schon gefangen hat. Boah, was macht der CT dort? Da muss er doch bestraft werden dafür. Boah, die AE ist von der CT ist extrem gut. Boah, immerhin hat Aprox aufgepasst. Der nächste CT-Gastream bekloppt er da rein. Vielleicht kannst du Struxi machen gegen zwei mit zwei schönen Shots vielleicht. Warum liegt vor ihm schön? Jetzt 1 gegen 1. Struxi hat sogar den HP-Vorteil. Boah, er hat angefaked. Boah, das... Oh, er hat das nicht gehört. Boah, Garrick hört zum Glück auch nicht, ob geplant würde. So, jetzt kann er's machen. Oh, da sieht er ihn. Boah, zum Glück kriegt er nur so einen lächerlichen Shot ab. Oh, Struxi jetzt gefangen. Aiming, aiming! Sauber, Mann. Boah, wie wichtig. Mit 12 HP. Boah, da hat man aber gemerkt, dass der Junge bisschen aufgeregt war in dem Duell. Also er ist aufgeregt, aber nicht so abgeklärt, wie was vielleicht hätte sein müssen. Hat sich da aber auch in eine nicht so gute Position gebracht, muss man sagen, da zwischen den Kisten. Es wäre besser gewesen, wenn er von Anfang an da Richtung Action weg ist. Weggeht. Dann kann er, die Flash kann er von mir aus werfen, aber dort kann er dann wenigstens weg. Nicht so wie hinter der Kiste, wo er das Duell dann eingehen muss. Eigentlich nicht perfekt runtergespielt, immerhin hat es gereicht. Dennoch gegen Nip oder so musste einfach halbwegs fehlerfrei spielen und musste immer gute Entscheidungen treffen, um da Chancen zu haben. Schöner Movement Fehler. Aber was hat er? Das Springen vergessen. Was macht der denn? Der will da einfach nur reinlaufen ohne springen. Geht wahrscheinlich auch, aber irgendwas macht er da falsch. So, da bauen sie jetzt nochmal um. Gehen jetzt Richtung A. Struxi wird. Struxi Star Wars wird über Mitte kommen. Pff. Alter, was die drücken. Boah. Alter, wie knapp die Runde schon wieder ist. Wenigstens haben die anderen beiden keine Waffe, sonst würde ich hier wieder schwarz sehen. Jetzt ist hier der auch bekannt. Auch schon Hits abbekommen. Pff, was? Nein! Struxi, töte ihn! Alter, was machen die? Es ist unglaublich. Also da ist sowas von der Wurm drin. Kann denn mal bitte jemand entfernen? Krass. So eine Runde, wie sie die noch abgeben. Ich verstehe es nicht. Natürlich hat Apox da einen krassen Shot bekommen, aber... Dann Struxi sie da direkt durchzieht mit dem Plant. Vor allem, er hat sich ja irgendwie auch dazu entschieden, mittig zu legen. Da wird der CT wahrscheinlich auch nicht direkt pre-aimen.
Und an sich wäre der Plant auf jeden Fall durchgekommen beim ersten Mal. Und dann hätte er das 1 gegen 1 wahrscheinlich besser gewonnen. Aber der CT hat es natürlich auch gut gemacht, hat richtig gut die Zeit ausgenutzt. Oh, Apox hat ein Duell im Haus gewonnen. Mit der Pumpe auf Distanz. No chance. 11. Runde für DAC und das hätte sie eigentlich nicht sein dürfen. Maus hat einigermaßen Geld. Die trennen sich aber doch. Entscheiden sich aber doch zu nicht zu kaufen, so rum. Sehr schön. 4 gegen 4, ein CT sogar low. Drüber mit schön Pre-Aim dort. Die Leiter müsste eigentlich gehört haben. Mates sind auch gleich da. Struxi wird noch ein bisschen am B faken. Wenn er da jetzt nicht stirbt, sondern lange überlebt. Ah, für mich. Er hätte halt rausgekommen. Ah, der Fake geht auf. Sehr schön. Da muss er gar nicht mal raus, anscheinend. Oh, der muss sterben. Oh, die kriegen ihn nicht kaputt. Oh, Mann. Next kommt jetzt auch nicht zum Plan. Mann. Der Fake ging so gut auf. Aber irgendwie sind sie dann wieder einzeln gestorben. Die Bombe war irgendwie zu weit hinten. Statt sich die wenigstens legen. Schade. Also ich bleib trotzdem noch dabei, dass Struxi da hätte rausgemusst. Und wenn er dort lange abfuckt und mit ein bisschen Glück einen Frag macht, dann bleiben die CTs, also sind sie noch mehr gezwungen zu schieben. Naja, 12-7, es ist noch alles drin, wollen wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Boah, die hat hier aber instant Mitte ausgeschlossen. Nette Bangs gehen aber überhaupt nicht auf. So, Strux kommt über unten. Nur Garik gerade am... Schöner Schuss von... Trouble. Ah, ist nämlich jetzt schon komplett frei. So, jetzt bin ich gespannt, wie sie das runterspielen. So, Strux übermittelt. Er sollte schleichen. So, immerhin weiß er, wo Gegner sind. Und Struxi ist einfach lange überlebt. Macht er eigentlich ganz gut. Die Runde muss an Maus gehen. Sehr schön. Geht doch, Mann! Und für alle, die sich für das Nip-Spiel interessieren, Nip führt 13 zu 4 auf Train gegen Very Games. Schnell Keller eingenommen. Was sieht nach einem Boost aus? Star Wars ist da auch schon oben. Mal sehen, ob es diesmal schafft, in den Döner reinzukommen. Ja. Oh, der zieht ja auf der Kiste. Oh, der move den aus. Über ihn. Über dir. Nein. Ach. Noch einen. Jetzt ist er. Schön. 3 gegen 3. Struck sie noch Mitte und mit Bombe. Können jetzt fast. Besp. Oh. Da rennen sie wieder alle irgendwo hin. Anstatt was gemeinsam zu machen. Trubel ist am A raus. Struxi Gas wie ein bekloppter dort Connector hoch. Apox wollte gerade über T-Base, also so richtig klar, wo es gerade hingeht. War es da anscheinend nicht. Och. Krass, dass es den nicht kaputt geht. 13-8. Geld sollte man aber noch haben. Plus 1,5.
Ja, also, die müssen es versuchen. Ich meine. Ich weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll über solche Aktionen. Also ich hoffe mal nicht, dass es geplant war. Wenn ja, dann gibt es da anscheinend richtig Beef. Ich glaub's aber nicht. Oh Mann. Könnte wirklich sein. Mache ich auch ganz gerne mal. Mates anmessen. Natürlich nicht mit Absicht. So, wieder ein aggressiver Move. Boah, wird mit First Pick belohnt. Nex war da nicht drauf vorbereitet. Ist natürlich auch ein bisschen überraschend, dass da ein T ohne. Trubel geht auf A, Frack. Also da machen sie wieder nichts zusammen. Das ist doch scheiße, was sie machen. Ey, zack ist die Runde vorbei. Da haben sie so lange noch sich noch gelegt und so. Und überlegt, ob sie kaufen oder nicht. So, da war es noch eine Struxi. Bombe kann er nicht blenden. 14 zu 8. Jetzt hat man kein Geld. Dann hat es gleich das Draw. Und dann sollte man sich echt langsam fragen, warum tippt man noch auf Maus? Schauen, wie es der Garrick handelt. Oh, sehr schön. Boah, auf dem Beak kriegt der Headshot des Grauens. Auf geht's da was. Schade. Aber das sieht man schon. Wieder eine relativ vernünftige Eco. Hier gehen sie auch zusammen mal rauf. Und nicht so wie eben in der Waffenrunde, wo sie einfach jeder sterben einzeln. Und dann kriegen sie halt auch mal ein paar Frags. Und das wohlgemerkt in der Eco, wo sie immer Frags kriegen. Warum nicht sowas in der Waffenrunde? Apox hat er noch gewartet, bis er gelegt bekommt. So, jetzt einfach im A-Split. Natürlich gar nicht so schlecht. Ich meine, da sind nur zwei. Und Maus. Müsste es ja eigentlich wissen, wie sie dagegen spielen. Ich meine, ich bin selbst nur mit zwei Leuten am A. Gut, Strux sie so ein bisschen am Jungle, Kordöner so, aber generell gibt es nur zwei feste A-Spieler. Tummel macht doch den First Weg. Garrick, wissen sie auch die Posi? Boah, da hat er gutes Lenkrad und stirbt auch. So, jetzt gerade 5 gegen 4 Situation. 5 gegen 3. 4 gegen 3. Aber es ist so, es fällt Maus anscheinend so schwer, den A irgendwie. Also, boah, zum Glück macht er einen Frag. Maus fällt so schwer, den A einzunehmen, beziehungsweise die Bombe zu legen, eigentlich. Boah, sehr gut. Bin mir sicher, wenn die CTs hier länger gewartet hätten, hätte Maus die Runde wieder verloren. Aber die haben sich irgendwie da bisschen blöd gezeigt, meiner Meinung nach. So, weiterhin zu zweit am A. Schöner erster Schuss. Und zack, ist der A-Spot frei. Struxi gewinnt auch Mitte im Duell. Den Spieler, der da schnell schieben wollte über Connector. So, jetzt Base. Einfach mal absmoken, flashen. Und die Bombe vielleicht. Ja, okay. Bin mir auch nicht sicher, ob das. Mal ganz kurz gucken. Ah, hier kann man ja leider nicht legen. Also Mirage ist natürlich auch schon ekelhaft, muss man sagen. Ich bleibe übrigens immer noch bei meiner Theorie, dass man als CT-Base am besten einnimmt. Connector schön absmoked, CT-Base am besten nicht smoked. Und dann dort reingeht mit Flashes. So, Maus ist jetzt immerhin schon mal zweistellig. Und mit einer gewonnenen Pistole ist das eigentlich das Minimum, was man erwarten dürfte.
Sollten sie nämlich jetzt das Spiel auch noch verlieren, dann wird es nämlich eng mit den Playoffs. Denn nur die Top 4 kommen da rein. Oh, schöner Fake am A. Ist zwar noch eine Eco, aber trotzdem bleiben alle 5 Spieler dort. B können sie easy drauf. Sie sollte da vielleicht auch die Waffe decken, die da liegt. So, der T. Der Garik, hat er sie gepickt? Ja, er hat sie nämlich. Also das habe ich nicht verstanden, warum Strux sie da nicht die Waffe gedeckt hat. Und einfach Geld verschenkt. Lol. Da rennt der Typ aber einfach nochmal drauf. Auch total unnötig. TTSG noch. Keine Anstalten hier irgendwas zu ziehen. Wollten da irgendwie die Farmers durchkriegen. 11. Runde bei Maus, aber wieder Geld bei den Russen. Spielt dann nochmal der Fake. Bonapro ist super weit durch. Boah. Boah, der kann die töten. Sehr schön. Boah, schön. Apox hat ihn gesehen. Aber Struxi ist schon weg. Und Apox kommt auch noch weg. Sauber. Star Wars macht den sehr schön gespielt von Apox. Richtig gut. Nein, jetzt einfach nicht dumm am B sterben, bitte. Zwei Leute sind schon dort. Nex immer mit Refrag. Und jetzt kann Aprox auch von hinten kommen. Was er auch tut. Und hat Agents. Schießt mich tot. Keine Chance mehr. So, jetzt bitte einfach noch 3 Runden holen. Angehittet wurden. So, bitte räumen sie auf. Connector auch. Das Traurige ist ja auch irgendwie, Maus kann's ja. Also, es ist ja nicht so, dass sie immer komplett untergehen oder so. Ja, eigentlich mithalten. Es sind halt so, so Kleinigkeiten, man. So total strunzdumme Fehler, die dann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Wenn sie sowas, wenn die das abstellen würden, dann wären sie auch echt ein richtig gutes Team europaweit, wenn nicht sogar weltweit. Deswegen hoffe ich eigentlich auch, dass sie zusammenbleiben und nicht hier irgendwie unter Druck gesetzt werden, jetzt vielleicht von Maus selbst oder so. So, First Check gefallen, jetzt Maus wieder unter Druck. Boah, Doppel-AWP bei Ubique auch. Boah, mal sehen, ob sie das noch nicht geschossen sind. So, jetzt wissen sie es. So, sind aber durch. Und sie sind immer noch nicht raus, sind immer noch nicht auf Spot. Boah, zum Glück verschießt der Junge zweimal. Maus jetzt noch mehr unter Druck. 3 gegen 5. 2 gegen 4. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Nur noch Trubel als Setzer. Schöner erster Schuss. Zweiten. Ach, macht er nicht. Hat kein Equipment mehr. Und die Bombe ist irgendwo down. Lol, schöne Smoke für ihn. Oh, die Bombe ist dort von down. Schön. Trubelmann. Auf geht's. Sie ist über Base. Mit AWP. Trubel. Mach ihn. Komm. Schön, Mann. Tobias Tabbert, ey. Meine Herren.
Ach, sowas brauchen sie, damit auch mal der Knoten ein bisschen platzt. Auch wenn es da vielleicht zu spät ist in der 30. Runde. Aber vielleicht ist das mal so ein Ruck, der inzwischen ausgeht. Ich sag's ja, sie können aus, sie können's ja. Wenn sie es ja nur konstant können würden. So, sie wählen den Weg. Mal über die Mitte. Also auf Mirage ver. Nicht euer Ernst, oder? Nicht euer Ernst. Geh weg. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel jetzt ausgegangen ist. So, aber fragen wir mal aus erster Hand. Sie haben verloren. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, was Mausi heute wieder fabriziert.